Die Haushaltssperre ist das Eingeständnis, dass die Ampel nicht mehr weiter weiß. Der Bundesfinanzminister geht heute kritischen Fragen zu seiner Verantwortung für das haushaltspolitische Desaster aus dem Weg. Robert Habeck wirft fleißig Nebelkerzen, um den eigenen Anteil an dem Irrweg zu verschleiern. Und der Bundeskanzler ist wie häufig bei Problemen auf Tauchstation. Deshalb hier noch einmal in aller Klarheit. Die Ampel sollte jetzt bitte nicht so tun, als sei diese schwere Krise vom Himmel gefallen oder gar die Schuld von Opposition oder Bundesverfassungsgericht. An Warnungen von maßgeblichen Sachverständigen hat es nicht gefehlt. Aber SPD, Grüne und FDP haben lieber eine verfassungsrechtlich fragwürdige Konstruktion durchgezogen, als die Prinzipien einer soliden Haushaltsführung hochzuhalten. Erst den Karren in den Dreck fahren und sich dann in die Büsche schlagen. Ist das die Politik der selbsternannten Fortschrittskoalition? Die Liste der Fehlentscheidungen ist lang. Für mich die gravierendste, die völlig unrealistischen Pläne der Grünen, eine Industriegesellschaft im Rekordtempo umzubauen, Energie erst zu verteuern und dann die Folgen mit gigantischen Subventionen abzumildern, finanziert mit immer neuen Schulden. Die Ampelkoalition ist hart auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen. Und ich erinnere mich daran, wie Christian Lindner vor vielen Jahren begründet hat, warum die FDP nicht in eine Koalition mit Union und Grünen gehen wollte. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. In dieser Logik kann es für mich nur eine Konsequenz geben. Lieber Christian Lindner, beenden Sie bitte dieses Trauerspiel einer Koalition, die nie einen auch nur annähernd ausreichenden Vorrat an gemeinsamen Überzeugungen hatte. Die Mehrheit der Wähler will eine neue Regierung.